Was macht ein Apotheker und wie schätzt ein Apotheker die aktuelle Situation zu E-Zigaretten ein? Sind diese schädlich, ja oder nein? Und gerade darüber werde ich auch oft gefragt und darüber spreche ich jetzt mit einem Apotheker. Also bleiben Sie dran und schauen sich das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Ich bin Arzt und arbeite und forsche über das wichtigste bzw. häufigste Symptom, warum man zum Arzt geht, nämlich Schmerzen. Und sehr oft spreche ich dabei natürlich auch über Schmerzmittel und auch darüber werde ich oft gefragt, was macht eigentlich ein Apotheker? Da hole ich ja die Schmerzmittel. Und deswegen spreche ich heute einmal gemeinsam mit Steffen Kuhnert. Steffen Kuhnert ist Apotheker und Gesundheitsunternehmer und Steffen Kuhnert betreibt den YouTube-Kanal Gerne Gesund. Gerne schauen Sie sich den einmal an. Und wir sprechen jetzt einmal darüber, wie man Apotheker überhaupt wird. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Tobias. Das ist natürlich auch eine Frage, die ich ganz oft auch schon auf meinem Kanal gestellt bekommen habe. Wie wird man tatsächlich Apotheker? Ist das ein Studium oder wie macht man das? Es ist ein Pharmaziestudium an der Universität, was man hier macht über 8 Semester in der Regel, wenn man schnell durchkommt und gut durchkommt. Und im Anschluss schließt sich dann noch ein Jahr Praktikum an. Und das muss nicht unbedingt in der Apotheke sein, das kann auch in der Industrie sein, das kann auch in einer Krankenhausapotheke sein. Ein halbes Jahr muss auf jeden Fall in der öffentlichen Apotheke, so wie wir das kennen, ne, im Einzelhandel stattfinden. Aber das zweite halbe Jahr darf man sich entsprechend auch aussuchen. Danach macht man ein Staatsexamen und kriegt dann die sogenannte Approbation als Apotheker und dürfte dann ab dem ersten Tag auch schon selbstständig in einer Apotheke arbeiten. Das heißt, nach 5 Jahren kann man selbstständig in einer Apotheke arbeiten. Was sind typischerweise die Aufgaben eines Apothekers? Also man selber auch als Arzt denkt man vielleicht oft, naja, der Apotheker nimmt das Rezept an, was der Arzt ausgefüllt hat. Was sind die typischen Aufgaben, die ein Apotheker hat? Ja, Apotheker ist ja gerne der Schubladenzieher natürlich. Damals, wie ich mich für den Beruf entschieden habe, kann ich mich noch gut erinnern, wie meine Eltern gesagt haben, oh, du willst Schubladenzieher werden, wo ich gesagt habe, okay, da steckt vielleicht ein bisschen mehr noch hinter. Es gibt einen rechtlichen Auftrag, der auch in unserer Berufsordnung klar festgeschrieben ist. Das ist erstmal die Gewährleistung der Versorgung unserer Öffentlichkeit, unserer Bevölkerung mit Arzneimitteln. Das heißt, hier ist einmal klar die Sicherstellung gefragt. Aber wir sind natürlich auch das letzte Organ, die letzte Instanz, die dann noch einmal überprüfen muss, die auch durchaus die Verordnung der Ärzte bei der Annahme überprüft, weil auch da passieren natürlich Fehler. Wir alle sind nur Menschen. Es wird teilweise vielleicht schon mal die falsche Stärke verordnet und wie auch immer die Dosierung nicht klar genug dem Patienten mitgegeben. Das heißt, der Apotheker hat eine Freiheit zu entscheiden, das Rezept ein bisschen abzuändern? Oder wir, ja, wir haben gewisse Freiheiten auch abzuändern. Die Freiheiten dürfen nicht mit finanziellen Dingen verbunden sein, also der Krankenkasse mehr Kosten. Aber wir dürfen gewisse Korrekturen an dem Rezept vornehmen. Sie dürfen allerdings die Therapiefreiheit des Arztes nicht beeinflussen. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, okay, da wird das Blutdruckmedikament A aufgeschrieben, ich kriege jetzt aber C irgendwie günstiger eingekauft, dann gebe ich dem Patienten mal eben was komplett anderes mit. Das natürlich nicht, aber gewisse Freiheiten sind da durchaus da. Darüber hinaus stellen wir aber auch natürlich Arzneimittel, Kosmetika selber in unseren Laboren her. Gerade Hautärzte nutzen das sehr, sehr gerne, um Individualrezepturen herzustellen. Es gibt aber auch einige wenige 100 Apotheken in Deutschland, die Zytostatika herstellen, also Krebsmedikamente dann gezielt auf denjenigen abgestimmt, individuell dosiert. Da braucht man schon eine besondere Zulassung auch für. Da braucht man eine besondere Zulassung, besondere Laboratorien, Ausstattung mit Abluftgeschichten, weil da geht es ja auch um Mitarbeiterschutz in der Herstellung, weil da natürlich Stäube entstehen. Das ist ein Punkt. Dann kann man natürlich im Krankenhaus auch arbeiten, als Krankenhausapotheker, was komplett anders ist. Es klingt zwar auch nach Apotheke, aber die Medikamente, die in Krankenhäusern vorkommen, auf Stationen abgegeben werden, auch die Krankheitsfälle, mit denen man da konfrontiert werden, sind komplett anders. Also das ist schon ein Bereich, wo man sich sehr intensiv einarbeiten muss. Bei der Bundeswehr gibt es natürlich auch Apotheker in der Forschung, in der Industrie, bei Pharmaunternehmen, im Außendienst. Behörden stellen Apotheker ein. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten. Und dann kann man natürlich auch journalistisch tätig werden, so wie wir zwei, dass man halt sagt, okay, neben meinem Apothekerberuf
sehe ich vor allen Dingen auch die Beratungsfunktion der Bevölkerung als oberstes Gut und wird so ein bisschen journalistisch tätig mit YouTube oder aber mit Blogbeiträgen, um einfach zu sagen, okay, ich möchte, dass das Wissen in die Bevölkerung durch Fachleute getragen wird und nicht unbedingt ja, von der allgemeinen Bevölkerung, die meint, sie kennt sich jetzt besonders gut zu irgendeinem Thema aus und dann über alles letzten Endes seine Kommentare abgibt. Ja. Ne? Da möchte ich so ein bisschen Unterwanderung schaffen und ich denke, das ist auch so ein bisschen vielleicht deine Motivation für den Kanal. Du hast das schon angesprochen, Patienten informieren sich ja oftmals auf durch verschiedene Maßnahmen. Also sie sprechen mit dem Arzt, sie sprechen mit dem Apotheker, mit bekannten Freunden. Natürlich, Internet spielt immer eine wichtigere Rolle. Was sind so, ich weiß es in meinem Fall, wenn ein Patient zum Arzt geht, aber was sind so für dich aus deiner Erfahrung die drei häufigsten oder vielleicht die wichtigste Frage, häufigste Frage, die ein Patient stellt, wenn er in die Apotheke kommt? Das ist auch durchaus eine gute Frage und wir sind da eigentlich ja, bei Frage 1 mit Sicherheit wieder bei den Ärzten, weil am häufigsten ist das Einlösen eines Rezeptes. Zumindest, wenn wir jetzt mal eine Standardapotheke nehmen, es gibt natürlich da auch ganz unterschiedliche Strukturen. Also wir können eine Flughafenapotheke nicht mit einer Apotheke in der Nähe eines Arztes vergleichen. Aber in der Regel sind Verordnungen, Verschreibungen eines Arztes der Schwerpunkt. Da gibt es natürlich Rückfragen, wie muss ich das nehmen, weil die Frage wird scheinbar öfters dann nicht wirklich sauber geklärt oder vielleicht auch beim Arzt zwar gesagt, aber da fließen viele Informationen, dass man es beim Rausgehen schon wieder vergessen hat. Also wie muss ich es nehmen, wie oft, wann vor allen Dingen, kann ich das Präparat teilen, sollte ich es teilen? Da kommt es auch oftmals dann zu Rücksprachen mit der Arztpraxis, weil wir die Informationen natürlich, die oft individuell sind, auch nicht alle haben, aber Dinge in Bezug auf Rezept und auch in Bezug auf andere Arzneimittel, weil wir da oftmals mehr Input haben als der behandelnde Arzt, weil ja viele Menschen haben ihre Stammapotheke und wir sehen natürlich darüber hinaus oftmals mehr als dann vielleicht der Schmerztherapeut, der vielleicht gar nicht die ganze Medikation jetzt so auf dem Schirm hat. Dann ist eine zweite wichtige Frage natürlich immer in Bezug auf frei verkäufliche Arzneimittel. Hier liegen in der Apotheke wahrscheinlich die Erkältungsmedikamente noch etwas vor den Schmerzmitteln oder nahezu gleich auf. Magen-Darm ist auch ein häufiges Thema, also all das, was das angeht, von Verstopfung über Durchfall, Sodbrennen. Ne, das sind so die Dinge, die an zweiter Stelle sind. Und dann haben wir in der Apotheke vor allen Dingen aber auch die Haut. Also Hautproblematiken, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Drogerieprodukten behandelt bekommt, das sind ja keine schlechten Produkte. Aber sobald man eine doch etwas empfindlicher eine Haut hat, die ja anders reagiert, dann ist man in der Apotheke sicherlich gut beraten, weil wir nochmal mit Analysemethoden, mit anderen Verfahren da auch nochmal ein bisschen gezielter und auch klar vom Know-how, viele haben auch mittlerweile kosmetisch ausgebildetes Personal nochmal ein bisschen stärker auf die Dinge eingehen können. Also zum einen besteht ein Vertrauensverhältnis zum Apotheker, gerade wenn man öfter hingeht, verschiedene Medikamente nimmt, so wie ich raushöre. Und zweitens kompensiert man vielleicht ein bisschen auch Nachfragen, die nach dem Arzttermin kommen, wo man oftmals vielleicht dort nicht die Zeit hatte, weil das Gespräch vielleicht kurz verlief oder so. Eine Frage habe ich noch, die mich interessiert, die ich auch von Patienten gelegentlich gestellt bekomme, gerade wenn es so um internistische Fragestellungen geht, Stichwort auch Lunge, COPD. Immer mehr Patienten rauchen, gerade jüngere Patienten ja auch rauchen E-Zigarette. Das ist ja auch ein Thema auf deinem Kanal, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigst. Was sagst du dazu? Kurz einmal, das kann man auch nochmal separat vielleicht sprechen, aber einmal das Thema E-Zigarette, ist es gefährlich, ja oder nein? Ja, es ist ein Riesenthema. Ich habe einige Videos natürlich auch schon zu diesem Thema gemacht. Wird sehr kontrovers in Deutschland diskutiert. Großbritannien ist da schon ganz anders aufgestellt als wir hier in Deutschland. Grundsätzlich ist es so, dass das Krebsforschungsinstitut und die Bundesregierung eher vor der E-Zigarette warnt, wobei ich aus internen Quellen immer mehr höre, dass da Veränderungen in der Denke stattfinden. Das zielt schon ein bisschen so darauf hinaus, wo ich hin möchte. Ich sehe es schon so, dass
Tabakverbrennung, also das ist ja das Wichtige, da wird Tabak verbrannt, da entstehen mehrere hundert krebserregende Schadstoffe, die wir uns ja permanent, wenn wir rauchen, in die Lungen reinziehen, die natürlich mit den entsprechenden Risiken verbunden sind. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Es gibt weltweit, ich meine, 1,1 Millionen Todesfälle jedes Jahr. Und da können wir durch den Umstieg, und das ist meine Herangehensweise, auf alternative Möglichkeiten, wenn wir denn es nicht schaffen, die Leute zum Nichtrauchen zu bekommen. Weil das ist ja das Problem, was wir oft in den Arztpraxen auch haben. Wir reden uns ein bisschen den Mund fusselig, sie sollten besser aufhören, aber das ist ja nicht so leicht. Wenn wir dann alternative Möglichkeiten haben, wie die E-Zigarette oder aber auch sogenannte Tabakerhitzer, die auch schon deutlich besser gelagert sind, sind auch etwas neuere Systeme, die auch auf Tabak basieren, aber andere Temperaturen fahren, deutlich niedrigere Temperaturen fahren, sodass diese krebserregenden Stoffe nicht entstehen. Wenn man mit solchen Methoden herangeht und dem Patienten nahelegt, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in eine bessere Richtung. Das heißt nicht, dass das gesund ist. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Okay, also das Dampfen von E-Zigaretten ist nicht gesund. Weil natürlich all das, was wir uns in die Bronchien reinziehen, was nicht die Luft ist, die wir natürlich da haben, kann am Ende des Tages nicht gesund sein. Aber unterm Strich ist es mit Sicherheit deutlich besser, deutlich weniger Schadstoffbelastung als das Rauchen. Das Beste ist aufzuhören. Aber ich bin dafür, und mittlerweile gibt es auch diesen Schwenk in der Medizin bei dem einen oder anderen Fachrichtung zumindest schon. Und ich glaube, es wird irgendwann einen großen Umbruch geben, dass man sagt, ja, wir müssen hier etwas anders vorgehen. Ein Risiko sehe ich allerdings darin, wie dann teilweise die Firmen vorgehen. Das ist so ein bisschen so als, ach, es ist cool, es ist lässig, so auf jüngere Zielgruppen jetzt wieder abfährt mit den E-Zigaretten, was wir auch gerade bei den Shishas sehr stark sehen, dass das boomt, gerade in der jungen Bevölkerung. Da müssen wir klar einen Riegel vorschieben, dass der Jugendschutz ganz klar Vorrang hat. Ich sehe es eher als alternative Möglichkeit für Raucher. Ich würde niemandem empfehlen, mit einer E-Zigarette anzufangen, weil das besonders toll schmeckt oder besonders gesund ist oder was auch immer. Das ist es definitiv nicht. Ja, super, danke sehr. Also ein riesengroßes Thema. Vielleicht können wir darüber auch nochmal separat sprechen. Sehr gerne. Aber ein klares Statement hast du trotzdem gegeben. Vielen Dank dazu. Gerne gehen Sie jetzt parallel auch auf den Kanal von Steffen Kunert, Gerne Gesund. Dort haben wir nämlich jetzt gleichzeitig ein anderes Video hochgeladen. Da geht es einmal um Schmerzen, Schmerzmedikamente und auch wie ein Schmerzgedächtnis entsteht. Gerne schauen Sie sich dort das Video an. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.